Die großen Unwetterschäden am Weg- und Straßennetz in Oberkärnten haben auch Folgen für die Forstwirtschaft. In den Bezirken Hermagor und Spital an der Drau musste die gesamte Holzerntearbeit eingestellt werden. Nahezu alle Forstwege sind beschädigt und nicht mehr befahrbar. Eine Aufarbeitung der Sturmschäden ist damit unmöglich. Wege und Straßen müssen aber wieder instand gesetzt werden. Das wird alleine im Bezirk Spital ca. 20 Millionen Euro kosten. Bei den Stürmen Yves und Vaja war es noch der Wind, heuer hat das Wasser seine zerstörerische Kraft gezeigt. Sämtliche Forstwege wie hier in Zandlach in der Gemeinde Reisseck sind zerstört oder gar weggespült. Sogar ein ganzer Holzseilkran droht hier abzustürzen. Ein Lokalaugenschein zeigt, der Schaden am Forstwegenetz ist beträchtlich. An eine Holzernte ist hier derzeit nicht zu denken, kein Einzelfall. Ob Rangersdorf oder vom Winklein hinein, ist es sicher so, dass derzeit sämtliche Forststraßen nicht befahrbar sind durch den Schneebruch. Und da wird auch keine Holznutzung durchgeführt. Es war ja so, dass die Waldbauern ja noch mit der Aufarbeitung der Schäden von Weiher beschäftigt waren. Das Ganze ist aber jetzt auch einmal ausgesetzt, bis man das Ganze befahren kann. So auch hier bei Leinach in Rangersdorf. Neben schwerem Schnee und Hangrutschungen blockiert auch Bruchholz den Forstweg. Nur mit einem Radlader kann der Weg wieder freigemacht werden. Der Wald ist hier von den Stürmen der Vorjahre bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Der starke Schneefall in den letzten Wochen hat natürlich unserem Wald den letzten Hirsch gegeben. Mit diesem Schneedruck und auch die Weganlage ist total mit ca. auf 6 Kilometer komplett mit Wald, mit Wifteln und Stämmen verlegt. Mit dem Schaden vom Vorjahr werden die Sanierungsarbeiten alleine hier um die 50.000 Euro kosten. Viel Geld, das mit dem Erlös des Schadholzes kaum gedeckt werden kann. Die Kosten für die Wege, die wir da brauchen, um die Holzernte zu machen und die Holzernte selber, verschlingen so viel Geld, dass man eigentlich die mit dem Holzerlös das nicht mehr finanzieren können. 30-40% der bestehenden Wälder sind durch die Schneelast gebrochen. Das Bruchholz kann meist nur mehr als Energieholz verwertet werden. Was noch dazu kommt, werden die Wege nicht stabilisiert, kann die Schneeschmelze im Frühjahr die Situation verschärfen. Aber nicht nur das. Wir haben ja leider in den letzten Jahren das auch beobachtet, dass eben, wenn sehr viel Bruchholz vorhanden ist, dass eben die Bestände geschädigt sind und dass die Eintrittspforten sozusagen für den Borkenkäfer sind. Und das wird, wenn wir nicht früh genug dazukommen, das aufarbeiten können, weil die Wege eben noch verlegt sind und teilweise noch nicht befahrbar sind, dann wird es zu einer Problematik durch den Borkenkäfer kommen. Eine zusätzliche Unsicherheit, die Schneelage in diesem Winter, sie wird die Aufräumarbeiten mit beeinflussen.